So, mein Name aber ist Schall und Rauch, Wübeldei, Bindestrich, Zirkel. Zirkel ist okay, aber ich trete ja jetzt Person auf und bringe Ihnen meine Erfahrungsschätze in Sachen Audience Response Systeme, also die webbasierten, die Ablösung von diesen Klicker-Dingern, ja, Fernbedienung. Die laufen unter vielen Namen. Classroom Response Systems trifft es eher als Student, ja, das könnten ja auch Schüler sein. Man ist im Klassenraum, das passt nicht so in unsere akademischen Gefilden. Audience, Auditorium, ja, was Sie im Hörsaal haben, das ist besser, das ist auch der Fachbegriff. Wenn Sie rausgehen, sollen Sie sagen, ich habe was gelernt, AAS, Audience Response System. Und da gibt es was ganz Innovatives, deswegen heißt es AS Nova, was ich hier vertrete und was Frau Doktorin Frau Kosek hier schon erwähnt hat. Aber wir wollen nicht das Tool an sich vorstellen oder die Kategorie dieser Lehr- und Lerntools, sondern wie kann man die einsetzen? Oder was hat sich gelohnt? Was ist nicht so lohnenswert? Best Practices, ein bisschen auch in dieses Projekt, was jetzt gefördert wird über 2 Jahre, über 4 Semester, wo wir quasi eine Langzeitstudie mit solchen Befragungstools durchziehen, durch mehrere Semester. Gut, ich werde eine halbe Stunde in etwa vortragen und danach, wenn es recht ist, glaube ich, ja, in eine Fragerunde treten. Und wir können das Tool auch da mal verwenden, weil Sie alle haben Ihr Bring Your Own Device, das nennt sich Smartphone, und gehen, weil es ist nicht das Ding, was ich eben in der Hand hatte, ja, das müsste ich austeilen, gehen auf diese Seite und klicken ein wenig, um sich einzufühlen in diese Kategorie Lernwerkzeuge. Formatives Assessment und Live-Feedback sind hier angesagt und da schauen wir mal, wie wir das eigentlich einleiten. Der Kontrast ist nicht so hoch. Warum es eigentlich immer noch Vorlesungen gibt, obwohl unsere Studenten keine Bücher mehr brauchen, nicht lesen wollen oder nach einem E-Book fragen und dort dann suchen Begriffe. Ja? Gut, damals war der Dozent hier, der Sage on the Stage, der Einzige, die schreiben nur mit, Inhaber eines Gutenberg-Ausgabe, was immer er da liest. Ja. Aber Sie werden sehen, was die Leute dort, die da sitzen, das Verhalten, das Lernverhalten ist unverändert in den letzten 600 Jahren so gewesen. Die einen schlafen, die einen unterhalten sich, wenige schreiben mit oder sind interessiert. Ja. Das ist das Problem, wie ich die Leute fokussiere auf meine Inhalte, die ich da präsentiere, wie ich deren Motivation gewinne oder vergebe und wie ich die Spannung halte. Also das ist ein bekanntes Bild und die Realität ist nicht anders. Das ist ein Ausschnitt aus A Serious Man, falls Sie das kennen. Und den Screenshot habe ich mal gewagt. Das ist der klassische Frontalunterricht. Also frontal bleibt es. Das Medium ist ein anderes. Er ist nicht mal am Katheter hier oder am Podest oder nimmt irgendwas. Er schreibt. Und es gibt bestimmt noch eine ganze Menge von Kolleginnen und Kollegen, die Kreidevorlesungen halten. Ja? Und es ist ja jetzt nicht der, der die Raketentechnik erzählt an der Tafel. Und das ist natürlich übertrieben, was er da macht. Ja? Es zeigt aber ein bisschen die Situation. Und ich habe mir sagen lassen von meinen Studenten, die Hilfskräfte sind, dann sind die mal ein bisschen, dann plaudert man mehr bei Pizzaessen und so. Wie laufen denn die Veranstaltungen bei den Kollegen ab? Und da gab es durchaus noch einige, die ihr Skript in Kreide an die Tafel gebracht haben. Oder die PVC-Folien verwenden oder Folienschlachten durchführen. Ja? Ganz wenige, die es vielleicht auf diesem Weg versuchen, wie er. Er ist offen für neue Medien, er hat zumindest mal einen Laptop. Er ist dem Auditorium zugewandt, das liegt man an seiner Gestik und so. Er möchte die Interaktion, er sucht sie. Er stellt eine Frage, gut, das wird rhetorisch bleiben, die antworten nicht, aber er hat Blickkontakt, also lässt den Blick schweifen und alle sind irgendwie dabei. Also der will es. Der Kreidemensch, so wie ich ihn auch kennengelernt habe in meinem Studium, der hat sich noch nicht mal umgedreht, wer da saß, ja? Oder einen guten Morgen gesagt. Der hat einfach angefangen zu schreiben. Und wer nicht mitschreibt, hat ein Nachsehen. Ja? Und jetzt gibt es Dozenten, die sagen, ja, ich suche den Kontakt, die Interaktion mit meinen Studierenden, ich bin an ihrem Lernprozess interessiert. Ich reiße hier nicht 90 Minuten ab, weil ich es muss in Präsenz, sondern ich möchte, dass Sie mir folgen können, nächste Woche dabei sind. Und ich habe ein Kompetenzziel. Also ich bin Informatiker, ich möchte, dass Sie Webentwickler werden, dass Sie gute werden, dass Sie die Datenschutzgrundverordnung der EU kennen, ja, und so weiter. Und dass Sie von Usability was gehört haben und von User Experience und gute Web-Apps bauen, weil Sie landen dann irgendwie bei meiner Sparkasse und haben den Auftritt gemacht und dann soll es gut sein.
Ja, also ich bin sehr von der Fachhochschule, also die nennt sich nicht mehr so, sehr praxisorientiert. Und mein Kollege hier, der Malte, der hat das mal auf den Punkt gebracht. Und das ist auch, wie kann ich Videos in der Lehre einbinden? Das ist nichts, was sie jetzt, oh, boah, jetzt zeigt er uns ein Video in 30 Minuten. 2, 3 Minuten, mehr geht sowieso nicht. Ja? Das dauert auch nicht länger als 2, 3 Minuten. Und er ist einer der Gurus, der Begeisterten, der Beseelten, die solche digitale Unterstützungstools zu schätzen wissen. Wer schon mal eine Vorlesung an einer Universität oder Hochschule gehalten hat, dem wird das hier sehr bekannt vorkommen. Wer kann mir den Unterschied zwischen dem Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und dem Satz der stochastischen Unabhängigkeit erklären? Das Problem ist schnell umrissen. Man versucht in einer Veranstaltung mit vielen Teilnehmenden, seine Studierenden zur aktiven Mitarbeit aufzufordern. Was dann passiert, ist leider oft dasselbe. Entweder meldet sich gar niemand oder es melden sich immer dieselben wenigen Studierenden. Und diese paar Studierenden, die sind sicherlich nicht repräsentativ für die gesamte Gruppe. Man hat es als Lehrender also gerade in größeren Veranstaltungen oft sehr schwer, den tatsächlichen Leistungsstand seiner Studierenden über das Semester hinweg richtig einschätzen zu können. Man bekommt auch kein Gefühl dafür, ob die Studierenden Spaß an der Veranstaltung haben, ob sie mitmachen, ob sie überhaupt aufmerksam sind. Ich habe mich gefragt, wie man das ändern kann. Und erstens wollte ich meine Studierenden zur aktiven Beteiligung an der Veranstaltung bewegen. Und zwar nicht nur ein paar Studierende, sondern möglichst viele. Auch in Gruppen mit mehreren hundert Teilnehmenden. Zweitens wollte ich während des Semesters kontinuierlich Feedback bekommen über den Leistungsstand meiner Studierenden. Und drittens wollte ich auch meinen Studierenden die Möglichkeit geben, ihren eigenen aktuellen Leistungsstand einschätzen zu können. Aktivierende Lehrmethoden, mit denen man studentische Beteiligung fördern kann, die gibt es zuhauf. Je näher man aber hinschaut, desto weniger rosig sieht das Ganze aus. Denn je größer die Gruppe ist, desto dünner wird die Luft. Und bei Großgruppen mit mehreren hundert Teilnehmenden, da bleiben wirklich nicht mehr so viele aktivierende Lehrmethoden. Und eine davon, das sind Audience-Response-Systeme. Audience-Response-Systeme erlauben es dem Lehrenden, eine Frage ans Auditorium zu stellen, die dann live direkt von allen Teilnehmenden beantwortet wird. Gleichzeitig für mehrere hundert und vielleicht sogar tausend Teilnehmende. Wenn man Audience-Response-Fragen einsetzen möchte, dann entwickelt man im Vorfeld einer Lehrveranstaltung mehrere solcher Fragen mit Hilfe eines Audience-Response-Systems. Das können Single-Choice- oder Multiple-Choice-Fragen sein, manchmal auch Fragen mit numerischen Antworten, zum Beispiel Matheaufgaben oder Fragen mit freien Antworten. Diese Fragen lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien einteilen. Erstens die klassischen Wissensfragen. Zweitens sogenannte Kompetenzfragen. Dort geht es darum, dass zur Beantwortung der Frage eine Handlung aktiv ausgeführt werden muss, zum Beispiel eine Berechnung durchgeführt werden muss. Und es gibt sogenannte Branching-Fragen. Das ist ein ganz spannendes Fragenformat. Denn damit erlaubt man Studierenden, den Verlauf einer Veranstaltung aktiv zu beeinflussen. Ich erlebe es manchmal in Übungen, dass so gegen Ende der 90 Minuten noch ganz viel Übungsmaterial da ist, aber nur noch ganz wenig Zeit. Als Lehrender geht man dann oft so vor, dass man selbst entscheidet, welche der verbleibenden Übungen man noch bespricht und welche man unter den Tisch fallen lässt. Das muss man aber gar nicht so machen. Man kann auch seine Studierenden fragen, womit es weitergehen soll, denn vielleicht wissen die ja viel besser, was sie gerne noch einüben würden und was sie bereits können. Und dann fragt man die Studierenden einfach, womit man weitermachen soll. Sind die Audience-Response-Fragen erstmal vorbereitet, dann stelle ich in meinen Vorlesungen so etwa alle 15, 20 Minuten eine von solchen Fragen. Die Studierenden haben dann ein paar Minuten Zeit, 2, 3, 4 Minuten vielleicht, die Fragen zu beantworten. Und nach Ablauf der Zeit erhalte ich durch das Audience-Response-System eine Live-Auswertung der Antworten meiner Studierenden. Das liefert nicht nur eine schöne Taktung der Veranstaltung in Sinneinheiten, sondern ich bekomme immer direkt ein Feedback darüber, ob der Leistungsstand meiner Studierenden so ist, wie ich hoffen würde. Ich kriege einen direkten Eindruck davon, ob die Studierenden das verstanden haben, was ich ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt vermitteln wollte. Und meine Studierenden kriegen dasselbe. Auch sie können semesterbegleitend zu vielen, vielen Zeitpunkten überprüfen, ob sie die Inhalte, die sie hätten verstehen sollen, tatsächlich verstanden haben. Aber man muss dabei nicht stehen bleiben. Man kann auch Fehlannahmen und Missverständnisse direkt korrigieren.
Und zwar dann, wenn man nach der sogenannten 75-25-Regel vorgeht. Die 75-25-Regel besagt, dass man solche richtigen Antworten nochmal besprechen soll, die von weniger als 75% der Studierenden als richtig erkannt worden sind. Und dass man ebenfalls solche falschen Antworten noch einmal besprechen soll, die von mehr als 25% der Studierenden irrtümlicherweise als richtige Antworten eingestuft worden sind. Audience-Response-Systeme haben mich zu 100% überzeugt. Die Veranstaltung kriegt einen schönen Rhythmus. Studierende sind viel mehr dabei, sie sind aufmerksamer, ihre Antworten sind oft überraschend richtig. Und wenn sie es mal nicht sind, dann habe ich direkte Hinweise darauf, was ich nochmal besprechen muss, worauf ich nochmal eingehen sollte, anstatt das erst in der Klausurvorbereitung passieren zu lassen. Aber man muss meine Begeisterung für Audience-Response-Systeme nicht einfach nur glauben, denn Audience-Response-Systeme zählen zu den am besten beforschten digitalen Lehrformaten. Und die Forschungslage ist ziemlich eindeutig. Durch den Einsatz von Audience-Response-Fragen steigt der Leistungsstand von Studierenden. Studierende sind aufmerksamer, sie sind motivierter und die Lehrevaluationen verbessern sich. Meine Empfehlung an Sie also dürfte nicht mehr überraschen, probieren Sie es unbedingt mal aus. Es gibt im Netz eine ganze Reihe von Audience-Response-Systemen, teilweise sogar entwickelt und angeboten von deutschen Universitäten, die kostenlos sind, unheimlich bedienerfreundlich und praktisch keine Einarbeitung erfordern. Um das also einfach mal auszutesten, setzen Sie sich dran und machen Sie es. Sie finden weitere Informationen und Links unter diesem Video. Ciao und tschüss. Ja, das wäre dann Brave New World, die schöne neue Welt im Hörsaal. Er hat alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich werde das jetzt relativieren. Ja, er hat seine Erfahrung so seit 2 Jahren mit einem System Pingo. Das sah man im Hintergrund. Ich war mit Paderborn die Ersten, die webbasierte Systeme entwickelt haben und auch eingesetzt haben. Und das glaube ich schon seit 6 Jahren. Schauen wir mal. Aber er ist ein Evangelist hier für ARS und das ist gut, wenn es verbreitet wird. Ich habe 2 Screenshots hier aus seiner Sache rausgeholt, also nicht Screenshots, also das Wesentliche. Was er gut gemacht hat, ist die Kategorisierung aller möglichen Fragen, die Sie über so ein System an das Publikum stellen können. Das sind zum einen Wissensfragen. Ja, sowas wie Vorwissen, Sie sollten sich vorbereiten, stellen Sie Fragen dazu, zur Vorbereitungsaufgabe, dann wissen Sie, dass Sie nicht vorbereitet sind, ja, oder ein Teil davon. Ja. Klassisch mit Single Choice, Multiple Choice, Ja, Nein, also Auswahl, Antwort-Auswahl-Verfahren. Die Kompetenzfragen, die gehen viel tiefer. Da müssen Sie sich didaktisch wirklich wohlfühlen da drin. Das läuft in die Richtung Peer Instruction von Eric Mazur. Da gehe ich auch noch mal kurz drauf ein. Da geht es darum, haben Sie nicht nur was auswendig gelernt, können Sie es reproduzieren, sondern haben Sie das Konzept dahinter verstanden, wie beispielsweise in der Physik das Konzept der Kraft, der Schwerkraft und was alles so auf einen wirkt, bis zum Mond und darüber hinaus. Ja, Konzeptfragen wurden in der Physik eingeführt und Audience-Response-Systeme, diese Klickersysteme in der Hochschullehre an US-Colleges, sind sie fast verpflichtend. Die Erstimmatrikulierten kriegen das. Das ist denen zugeordnet über irgendeine Gerätenummer und die treiben es halt zu weit. Die kennen halt nicht die Datenschutzgrundverordnung, die Amerikaner. Damit können sie jeden tracken, also wann war er da, was hat er geantwortet, also Leistungsbewertung und so. Aber die machen es. Und es kam aus der Physik. Eric Mazur ist ein Physiker. Ja, und da hat man hinterfragt, ja, Sie haben alle so gute Abschlussarbeiten, aber im nächsten Semester zeigt sich, dass das sehr hohl ist, das Wissen. Ja, totes Wissen, schlafendes Wissen. Und da hat er sich selbst überlegt, das muss ich anders machen. Er hat auch seine ganzen Vorlesungen und das ist, wenn Sie da eintauchen, vergessen Sie Ihre Folien aus den 90ern, die Sie jetzt auflegen wollen oder so. Ja. Sie müssen die Veranstaltung nach Konzeptfragen, Konzepttestfragen grundsätzlich neu entwickeln. Sie müssen ein Kompetenzziel haben, ja, Constructive Alignment, wenn das jemand was sagt, und sagen, am Ende dieser Veranstaltung, am Ende der Grundausbildung, am Ende des Studiums muss diese Kompetenz da sein. Und dazu gehört es, dass Sie ein Kompetenzwissen zu Sachverhalten haben. Und das ist hier von ihm mehr oder weniger, das fand ich aber sehr nett, Branching, also eine Verzweigung. Und mein Titel des Vortrags heißt hier formativ. Ja, das heißt also formgebend, Prozess des Lehrens und Lernens im Hörsaal bestimmen können, auch von studentischer Seite. Also wir haben jetzt diese Übung und so, stimmen Sie mal ab, wo Sie unsicher sind, wo Sie üben wollen und dergleichen mehr und dann machen wir das. Das heißt, er weiß nicht vorher, was er macht, er muss sich auf alles eventuell vorbereiten, aber den Verlauf überlässt er so einem formativen Feedback, formativ. Ja, ich habe auf einer Folie noch die anderen beiden Pendants, ja, also diagnostisch und summativ, was wir alle kennen.
Klausuren oder mündliche Prüfung. Das habe ich noch nicht praktiziert in diesem Sinne. Wie geht es weiter? Weiß nicht, aber ich werde es versuchen. So, was er auch gemacht hat, was ich wirklich dann umgesetzt habe, auch im Tool oder noch nicht aktuell, aber wir werden das machen, damit man es optisch viel besser sieht. Ja, also wann muss ich denn auf das Feedback der Studierenden, das ist ein Assessment, reagieren? Also wenn ich da 5 Antwort oder 4 oder Antwortoptionen angegeben habe, muss ich jetzt alle nochmal erläutern. Brauche ich 3 Minuten mal 5 oder sowas. Ja, das dauert alles. Ja. Und das hat er ein bisschen rationalisiert, dass er sagt, wenn weniger als 75% die richtigen Optionen angeklickt haben, ja, dann ist da ein Bedarf. Ja, da muss ich was tun. Und umgekehrt, auf der anderen Seite, wenn die falschen Items hier, die Antworten, von mehr als 25 angeklickt wurden, dann muss ich da auch was tun. Ja. Aber den Rest kann ich vergessen. Weil das da im grünen Bereich ist, über 75 oder unter 25 falsch und so, dann gehe ich weiter. Ja, ich danke schön und sowas. Ja. Aber Sie müssen auf das Feedback reagieren, ansonsten werden Sie nicht ernst genommen. Dann ist eigentlich am Ende dieser Einsitzung die Sache mit den Klickern und Audience Response System tot. Das machen die dann nicht mehr, also nicht freiwillig. Nur noch extrinsisch, dass Sie sagen, ja, wenn Sie nicht mitmachen, kriegen Sie einen Bonus oder ja, das hat dann andere Auswirkungen. Diese Regel ist ganz cool, dass man sagt, also wann greife ich ein? Jetzt müssen wir in das Tool solche Dinge, die hat er ja angekriegelt, sofort highlighten. Ne? Dann weiß ich, okay, da muss ich mich jetzt konzentrieren und das muss ich erzählen. Was wir gemacht haben in unserem Tool, Ars Nova, das allein ist auch noch nicht die ganze Aussage zu dem sofortigen Ergebnis. Wie wir sehen, das sind 2 falsche, 2 richtige Items, alles grün und so. Wir haben diese Kategorie noch eingeführt, insbesondere bei Multiple Choice. Es sieht ja so aus, also auch nach dieser 75-25% Regel, ich muss zwar in ein paar Sachen reingehen, aber wenn Sie das mal jetzt sein lassen, ja, ist okay, ich kann weitermachen, oder? Ist doch sehr viel grün dabei. Also bei der Ampel würden Sie durchfahren, also das, ja. Aber wir haben gesagt, nee, also das ist Multiple Choice. Nur wer beides grün gemacht hat und keins von den roten, der ist sachverständig zu dieser Frage aus JavaScript, was immer da steht. Ja? Der hat verstanden das Array-Konzept. Und da schauen Sie mal, das sind nur 10%. Alles falsch, aber auch auf 0. Ja? Aber ich hatte durchaus welche, die schaffen das, alles falsch anzuklicken. Ja? Also das ist so eine Überlegung, die man machen kann, wenn man Software selbst schreibt, ja? Und sie auch selbst nutzt. Also wenn Sie irgendwann solche Systeme verwenden und sagen, ja, es wäre doch mal toll, gerade bei Multiple Choice, dass man nicht alle Alternativen zeigt, sondern erstmal die erste und sagt, okay, jetzt antworte. Und dann kriegst du die nächste, weil ansonsten raten die meisten, wenn sie alle sehen. Ja? Aber ich zeige sie nur einzeln. Das ist so eine. Gibt sogar eine Veröffentlichung dazu. Ja, das haben wir uns einfallen lassen und ich reagiere dann eher bei Multiple Choice hier mit diesen 2 zusätzlichen Balken. Jetzt gibt es noch die Option, beide Seiten wollen von sich aus und fordern mehr Interaktion. Also das eine war der Dozent, ne, der Persicke, Kollege Persicke aus Mainz. Und hier ist es auch die Dozentin, Frau Buchhalt von der Bergischen Universität Wuppertal. Und ihre Studierenden, hängt auch ein bisschen von der Zielgruppe ab, wenn es Studierende des Lehramts sind oder so, sind die natürlich aufnahmefähiger, als wenn sie da Maschinenbauerstelle sitzen haben. Ja? Die würden da vielleicht nicht so direkt reingehen. Das ist jetzt plakativ, aber trifft die Sache schon. Hören wir uns mal an, wie sie das macht. Die Professorin Frau Buchwald ist Dozentin an der Bergischen Universität Wuppertal. Ergänzend zur Vorlesung Kommunikation in der Schule stellt sie Lernmaterialien auf der Lernplattform Moodle bereit. Hey, hast du dir eigentlich schon die Lernmaterialien von Frau Buchwald auf Moodle runtergeladen? Ja, klar. In der kommenden Veranstaltung wird Frau Buchwald das Abstimmungssystem ARS Nova einsetzen. Dazu loggt sie sich über einen Internetbrowser in das ARS Nova-System der Bergischen Universität Wuppertal ein, legt eine neue Session an und richtet die gewünschte Hörsaalfrage ein. Sie wird durch die Multiple-Choice-Fragefunktion prüfen, ob die Studierenden die Lernmaterialien verstanden haben. Die Multiple-Choice-Frage erlaubt ihr, richtige und falsche Antwortmöglichkeiten zur Wahl zu stellen. Sei mal ehrlich, hast du das mit der Beziehungsebene und Kommunikationsmodell verstanden? Nicht mal Matthias hat das verstanden. Frag doch Frau Buchwald gleich. Ich würde ja bei der Dozentin nachfragen, aber nicht vor den ganzen anderen Studenten. Im Hörsaal startet die Dozentin das Feedback-System ARS Nova auf ihrem Notebook. Über das System kann sie den Studenten einen QR-Code und einen Direktlink zur Session anzeigen. So können sich die Studenten auf einfache Weise in das Abstimmungssystem einloggen, ohne eine App installieren zu müssen. Anonym wählen die Studierenden auf ihren Handys, Tablets und Notebooks ihre Antworten aus. Noch während sie abstimmen, können erste Rückmeldungen der Studierenden über den Beamer live verfolgt werden.
Das Abstimmungsergebnis gibt der Dozentin Rückmeldung zum Lernstand der Studierenden. Sie weiß nun, welche Inhalte besser nochmals erläutert werden sollten. Ey, pass doch mal auf. Die erklärt das hier gerade. Denkst du, ich bin so ein Smombie? Ich stelle gerade eine anonyme Frage. Das geht mit diesem System hier. Die ARS-NOVA-Funktion Fragen der Studierenden kann von der Dozentin wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden. Ja, ich sehe gerade, hier ist noch eine Frage eingegangen zum Thema Beziehungsebene. Und deswegen möchte ich da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Sie haben hier die... Hey, ich habe das verstanden. Ein weiteres ARS-NOVA-Feature ist die Live-Feedback-Funktion. Die Studierenden können durch Emoticons signalisieren, ob sie mit den Inhalten und der Geschwindigkeit der Lehrveranstaltung zurechtkommen. Also ich finde das Abstimmungssystem echt cool. Die Lernsysteme werden immer besser. Ja, aber das Wetter mit Wuppertal, das bleibt immer gleich. Ja, das Wuppertal bei den Bergen, da regnet es immer, wie in London. Ja, das wirkte ein bisschen konstruiert, ja, also abgesprochen oder so, wie beim Papst, wenn die ihre Smartphone hochhalten und alle da filmen und so, ja. Machen die aber offenbar, in irgendeiner Form. Und Sie haben gesehen, was formatives Feedback da sein kann, aus studentischer Sicht. Er hat eine Frage, traut sie sich nicht zu stellen, weil je größer die Gruppe, desto unwahrscheinlicher wird er diese Frage stellen, ja, Gesichtsverlust und ja, der Dozent hat das Gesicht sich eingeprägt, findet es in der mündlichen Prüfung wieder und ist dann schon präjudiziert. Ja? Das wollen wir nicht. Also, formatives Feedback. Die Dozentin hat darauf reagiert. Sie hat das gesehen, das sieht man. Ja? Sagt sich, oh, wenn das nicht verstanden worden ist, und sie sieht auch die Häufigkeit, wenn es mehrere so ausformuliert haben, dann muss ich darauf eingehen. Und ja, es verlangt natürlich auch ein gewisses Standing hier vorne. Ne? Also ein Neuling wird das nicht machen können. Ja? Und vor allen Dingen, sie oder er muss technisch affin sein. Er darf sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und auch hier habe ich die wichtigsten Punkte herausgegriffen, dieses formative Feedback, Zwischenfragen. Das können natürlich diese Klicker nicht. Da können sie nur ABCD eingeben. Das kann Pingo und ähnliche webbasierte Systeme auch nicht. Das haben wir gesagt, das brauche ich. Ja? Also, Ich werde nicht immer sofort reagieren, aber die Zwischenfragen werden nicht gelöscht, die Sessions sind ewig. Ich kann mir sowas auch später anschauen, am Wochenende und in der nächsten Vorlesung reagieren. Und wenn was brennt, dann kann ich es auch im Moodle nochmal vielleicht rausposaunen, ja, als Ankündigung oder was auch immer. Also es ist nur wichtig, dass auf solche Fragen eventuell auch dann reagiert wird. Und natürlich, die brauchen ja nicht mal 10 Finger, der Daumen reicht. Die können tatsächlich dort alles eingeben. Ja, das ist natürlich wunderbar. Weitere Fachbegriffe, ARS ist halt der Fachbegriff, wie wir ihn verwenden in Europa. Und bei den Assessments, vielleicht erstmal zum Assessment, das ist keine Benotung. Da darf kein Druck aufgebaut werden. Das ist eine Bewertung, eine Ansicht, ja, wo ich vielleicht reagieren kann. Aber es hat nichts mit Bemessung der Leistung zu tun. Ja. Und diagnostisch, ein solches Tool, ich mache es ja auch, können Sie also im Vorfeld verwenden. Man kennt das hier so Einteilung in Sprachkurse, was sind Ihre Vorkenntnisse, ja. Oder ich frage halt das Grundwissen ab. Insbesondere, wenn Sie ein Modul als Kurs anbieten, das auf andere Module aufsetzt, ja. Und Sie sagen, das muss man ja wissen, ansonsten können Sie gar nicht hier folgen. Die werden alle sagen, klar, sitzen wir deswegen hier, den Schein brauchen wir. Sie wollen aber wissen, ob Sie da wirklich in Augenhöhe mit denen reden können. Ja? Und das war ja das, was das Filmchen hier gezeigt hat. Es muss anonym sein. Ich will das nicht so. Hat jemand irgendwas nicht verstanden, würden Sie nicht unbedingt reagieren. Ja? Okay. Live-Feedback haben Sie gesehen. Alles in Echtzeit, wenn er will. Aber Vorsicht, es gibt webbasierte Audience-Response-Systeme, die also dieses Feedback, was wir mit Smileys gemacht haben, Ihnen ein Stoppschild zeigen als Dozent, Dozentin, das will kein Universitätsprofessor sehen, dass irgendein Student mir ein Stoppschild in meinem Vortrag, Monolog da hält. Ja? Das kommt nicht gut. Ist auch von Studenten gemacht worden, also die jetzt nicht unbedingt eine Anleitung von einem Prof haben, der vor so einer Gruppe steht. Ja, nein, das nicht. Was wir gemacht haben ist, nein, es wird nicht ständig hier drauf rumgeklickt, ob ich jetzt was verstehe, gut folgen kann oder abgehängt bin. Immer eine Zäsur hat man ja in der Regel. Ja? Normalerweise soll man ja bei der 90-minütigen Vorlesung nach der Halbzeit eine Pause machen, 5 Minuten. Aber wenn Sie die rausschicken, dann kommen die nicht mehr wieder alle. Sitzen bleiben und dann
lassen Sie mal ein Feedback geben. Früher hat man das in der Metaplan oder wie diese Technik heißt, ein Blitzlicht genannt. So mal eine Momentaufnahme. Konnten Sie mir folgen? Geben Sie mal das Mittel in zwei, hier und jetzt. Und dann frieren Sie das ein, das Ergebnisbild, die Spiegelung. Und ja, alle können es sehen, wissen es, wie die Kommilitoninnen und Kommilitonen drauf sind. Und Sie selbst wissen, ob Sie die zweite Halbzeit Ihrer Vorlesung einfach so weitermachen oder bei Start wieder anfangen. Wenn Sie das wollen, wenn Sie natürlich einen Auftrag haben, Nürnberger Trichter, das muss alles gemacht werden. Das ist halt schon mal das eine. Ne? Nein, das ist eine neue Konzeption einer Veranstaltung. Es geht nicht darum, den Inhalt zu maximieren, sondern die Zeit freizuschaufeln für Üben, Präsentieren, Nachfragen, Helfen. Peer Instruction ist so etwas oder Inverted Classroom, worauf ich gleich noch eingehen werde. Das sind jetzt didaktische Methoden. Inverted Classroom nennen wir es an deutschen und österreichischen und schweizerischen Universitäten, an deutschsprachigen. Die Amis nennen es Flipped Classroom. Das klingt ein bisschen flippig und das hat man nicht so haben wollen, deswegen Inverted. Also umgedrehter Unterricht würden Sie bei Wikipedia da finden. Ja? Was dreht sich da um? Also die klassischen Arbeitsprozesse wie Wissensvermittlung in der Präsenzzeit und Vor- und Nachbereitung zu Hause. Das wollen wir nicht. Die Wissensvermittlung findet zu Hause statt und wir wollen dann auf höherem Niveau die Dinge vertiefen. Ja? Also es gibt ein wunderbares Lecture hierzu von Jörn Lovischach, der das auch ausführlich erklärt. Ne? Aber ich zeige Ihnen auch, wie das mit einem solchen Tool unterstützt wird. In dem Rahmen, also im ICM-Modell, spielt JIT-Teaching eine Rolle, Just-in-Time-Teaching. Aber das ist sehr advanced, das ist extreme. Da müssen Sie richtig gut sein. Und die Studenten müssen mitmachen. Das heißt, Sie haben Vorbereitungsaufgaben gestellt, Videos zum Anschauen, Erklärvideos, kurz und knackig und ein paar Kontrollfragen oder sonst was. Oder ein offenes Medium, also mit dem Audience-Response-System. Wenn ihr Fragen habt, Probleme, schreibt sie da rein, ich schaue sie mir an und so. Ja. Aber möglichst ein auswertbares Schema oder Format verwenden. Und dann sehen Sie, wo die Leute fit sind oder nicht, ob sie vorbereitet sind oder nicht. Und werden dann entsprechend, Plan B, wenn vorhanden, was anderes auflegen. Also eine Anpassung, formativ, an das Feedback aus der Vorrunde. Das nennt sich, eine aus der Informatik, der Just-in-Time oder von den Japanern, dann, wenn es gebraucht wird. Ja. Am Vorabend der Vorlesung schauen sie rein, kriegen die Auswertung. Okay, das haben sie gewusst, das haben sie nicht gewusst, so viele haben sich beteiligt. Dann nehme ich jetzt nochmal eine Vertiefung dort rein. Und Sie haben nur 4-5 Konzeptfragen für die Dauer der Vorlesung, so 15 Minuten. Also Sie können da keine Folien mehr abspulen oder irgendwas erzählen, frei. So, welche empirische Befunde haben wir? Ja, Hattie, auch wenn er angezweifelt wird in der Methodik, Schulmeister und Co., hat doch zumindest mal aus 800 Meter Studien und dort jeweils wieder eine Zusammenfassung, ich glaube 500.000 Einzelstudien zu Unterrichtsformen herausgeholt. Ja. Es muss alles, also das Ranking muss ja nicht im Detail funktionieren oder die statistische Auswertung muss nicht absolut korrekt sein oder es sind Randbedingungen, die nicht eingehalten sind. Aber hier finden Sie alles, was die Didaktik Grundschule bis Hochschule ausmacht. Und wo sind wir denn mit diesen Systemen, die ich hier anpreise? Ja, es geht um Feedback, es geht um die Selbstwirksamkeitserfahrung, Self-Assessment, also eine Selbstbewertung, wie bin ich im Vergleich zu den anderen der Gruppe? Ja? Und das ist ganz oben beispielsweise. Ja? Oder dieses formative Element. Ja? Habe ich als Student, als Studentin Einfluss auf den weiteren Unterricht? Oder muss ich alles ertragen, obwohl ich gar nichts mehr weiß und kann keine Hilfe mehr aussprechen und dergleichen mehr? Das ist ja schon immer in die Position 3. Das sind die Effekte hier. Ja? Und da oben sind die wirklich wirksam. Und wenn das, die sind alle unbedeutend. Ne? All das, was wir hier so praktizieren, wie markieren im Text, was wichtig ist, das können Sie vergessen. Ja? Oder was Grundschullehrerinnen heute noch pflegen, kann man eigentlich auch vergessen, da hätte ich. Hätte ist aber nur mal eine Autorität in dem Fall, wo man sagen kann, wir sind auf der richtigen Seite, wenn wir mit Feedback arbeiten. Dann viel wichtiger, das ist das, was ich in dem Senior Fellowship von der Stiftung für die Deutsche Wissenschaft, Stiftungsverband und viel wichtiger von der DATEV Stiftung Zukunft, da als
Unterstützung finde. Ich habe mir angeschaut, was unter What Works Clearinghouse die US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die Erziehungswissenschaftler, die Pädagogen, die Hochschuldidaktiker eigentlich mal zusammengefasst haben, was wirklich effektive, effiziente Lehrmethoden sind. Und so ein Ranking gibt es, ist alles irgendwo auch in Quellenangabe gemacht, das ist, brauchen Sie nicht immer nochmal mitschreiben. Das ist nur, wo es ganz klare Evidenz gibt, also Belege, ja, mit Vergleichsstudien, mit Kontrollgruppen. Und das kann man ja nicht machen. Ich kann ja nicht jetzt einmal mit 500 Leuten eine Vorlesung mit A's machen, das andere mal ohne. Ja? Und wie soll das gehen? Und dann vergleichen. Das müsste parallel laufen, von demselben Dozenten, mit denselben Inhalten. Also das ist eigentlich alles nicht machbar. Im Kleineren hat man so etwas. Ja? Und das habe ich jetzt eingebracht. Das ist dann auch verlinkt. Das ist, der Volltext ist da beim Stifterverband. Wir haben drei Tools geschaffen. Eine ist Asnova, die Asnova App. Das andere ist eine Spielvariante davon. Kahoot ist vielleicht für den einen oder für die anderen ein Begriff. Das ist aber eigentlich nicht erlaubt an Grundschulen, an Deutschen, wegen Datenschutz und Server ist woanders und die Amerikaner und die bemessen das Leistungsprofil meiner Tochter und das geht alles gar nicht. Ne? Da wird garantiert einer klagen, wenn die Eltern das wissen. Und wir haben gemacht, was geschaffen, was absolut anonym ist, wo nichts gespeichert wird, alles ist im Browser des Dozenten. Es gibt gar nicht den Server in seiner Eigenschaft, du musst das alles speichern, die Fragen, die Antworten und sonst was, die Auswertung, das passiert alles im Browser desjenigen. Und natürlich mit Budenzauber, mit den Spielmechaniken wie Rankings, wie Wettbewerber, also wie Punkte, Badges, ja, abklatschen, na gut, das machen die selbst, ja, und solche Dinge mehr. Also mit Musik, Hintergrundmusik, alles sehr einfach gehalten. Das haben wir an der Stelle nur gemacht, Kahoot quasi abgelöst, weil ich da auch ein Bonus-Vergabesystem eingebaut habe. Bisher war alles anonym. Wenn ich aber sage, um die ein bisschen in die Präsenz zu bringen, in die Vorlesung, sage ich, okay, ich stelle alle zwei Wochen vielleicht mal so eine Bonusaufgabe mit diesem System. Da müssen Sie, wenn ich das aktiviere, sich tatsächlich anmelden an Ihrem Universitätskonto, damit wir den Namen haben. Ich muss ja die Leistung zuordnen können. Alles andere ist immer anonym gewesen. Ja, und dann melden die sich an und dann kriegen die ersten 10 vielleicht 0,5% Bonusprozente anrechenbar auf die Klausur. Da wir das schon seit 2-3 Jahren machen, haben wir es auch geschafft, in die Prüfungsordnung der Studiengänge Bachelor und Master einzubringen. Also jeder darf, jeder Dozent, jede Dozentin der THM, wo ich herkomme, kann bis zu 10% Bonus auf Top-Klausurergebnis setzen, wenn der oder diejenige die Klausur bestanden hat, 50% von 100. Ja? Und wir stellen fest, und das sagt Jörn Lovitsch, ich sage das, alle extrinsische Motivation, das reizt die. Weil bei schwierigen Fächern, wo es wirklich auf die Prozente ankommt, um eine gute Note zu haben, besonders im Master, die wollen alle mit 1, ja, im Bachelor heißt es zu bestehen und weitermachen und möglichst wiederholen, das sind das sehr, sehr gute Anreizsysteme, ja, Bonusvergabe. Können Sie sich vielleicht mal anschauen, nicht in unserem Ars Nova, das ist alles anonym, da wird niemals irgendwann mal ein Unikonto abgefragt. Und CARTS ist eine Lernkartei-Plattform der ganz anderen Art. Nicht nur eine Karteikarte, Vorderseite, Rückseite, sondern im Sinne dieses Rankings hier, beste Lehrmethoden, Quizzing, haben wir ja mehr als 2 Seiten. Wir sind ja Informatiker, wir können auch bis zu 8 Seiten, oder, ja, vollkommen wurscht, virtuell im Würfel, Aspekte eines Sachverhalts, eines Wissenshäppchen darstellen. Wer will, kann sich das anschauen. Also ein Gastzugang oder so ein Social-Netzwerkzugang gibt es unter diesem Klick. Das sind alles die Domainnamen. Also Sie können das genauso eintippen. Ne? Asnova App, Asnova.click, Asnova.cards. Die drei Tools in Konzert zusammen über 3 Semester in Modulen, die aufeinander aufbauen, die zu einem Kompetenzziel führen. In diesem Fall Web-Engineering, Web-Designerin, Web, was weiß ich, irgendwas mit Web, ja? Ich kann danach eine App erstellen fürs Web. Da läuft genau das. Ja? Und das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben hier halt die Empirik auf unserer Seite. Ja? Und wir bedienen all das, alles an. Ich habe jetzt nur die 3 herausgeholt für diesen Vortrag. Und sagen, wenn wir das so wirklich mal machen, und das ist eine Vergleichsstudie, wir lassen das evaluieren, funktioniert das? Über Audience Response Systeme gibt es eine schöne Vergleichsstudie der Justus Liebig Universität Gießen, die ist relativ alt, gut 2015 oder 2016.
Aber die haben tatsächlich das in die Lehre gebracht, das System, verschiedene Systeme, die alle da stehen, ja, oder die wichtigsten, die freien Systeme hauptsächlich, aber auch Klickersysteme, und unter denen da oben, unter den Kriterien, das bewertet. Wir sind natürlich auch dabei, aber ich habe ja bewusst, nimm einen Markenname, der mit A anfängt, dann bist du immer oben, ja. Also nicht Pingo, der ist in der Mitte, ja. Oder Zulu, der ist ganz unten. Ja? Muss man ein bisschen gucken. Die haben das gemacht. Interessanter ist die Dissertation vom Herrn Harrer und der TU Dresden. Die ist relativ frisch, ne? Ein oder zwei Jahre, 2016. Und der hat jetzt nur die frei verfügbaren Systeme genommen. Aber alles deutsch, oder auch andere, ja? Also Sokrativ. Aber ich dachte gerade bei Feedbacker, aber den hat er gar nicht genommen, also das aus, von der TU Graz. Ja. Und hier sieht man eine funktionale Abfrage, ja, was alles möglich ist. Mehr so diese Formate interessant ist und sehen, Snowball macht nicht alles. Ja. Team Challenge, ja, Wettbewerb. Ja. Da läuft, was weiß ich, Kaninchen gegen Löwe und so, gruppenweise. Ja. Die bleiben alles schön sitzen, Sie drei sind Team A, Team B oder Team Katze oder was auch immer, nehmen sich irgend so ein Avatar. Und dann machen die gemeinsame Abstimmung im Wettbewerb. Man darf es nicht übertreiben. Ja? Ich habe irgendwo den Begriff Infantisierung mal gehört. Ja? Also nicht, ne? Das sind schon in der Erwachsenenbildung sind wir da drin. Ja? Aber ab und zu ist so ein Wettbewerb in der Gruppe auch ganz gut. Aber es ist die Dosierung. Ja? Nicht zu viel ist gut. Aber man sieht, das macht nur Sokrativ, ja? Wenn ich richtig bin. Ja? Also die haben das auch mehr oder weniger eingeführt. Okay, also es gibt da was. Also ne? Der Vortrag handelt davon, allgemeine Systeme, ich präferiere natürlich die Eigenentwicklung, das ist selbstverständlich, nämlich diese hier. Und was haben wir anders gemacht als Pingo, als Tweetback, als was immer Sie daneben oder hier den Marktführer für Klickersysteme? Erstmal responsiv, es muss eine Web-App sein, Studenten laden sich überhaupt nichts von Google Play oder aus dem App Store da runter und wollen da was machen, nur weil der Dozent das so will und das dauert und da kommen Bedenken auf und sowas. Ja? Nee, es ist ein Browser. Man geht da hin und es ist da. Es wird nichts installiert. Ja? Und es ist responsiv. Ob die mit dem Kleinstgerät, jetzt auf dem iPhone 4, ja, das ist der Chronik geschuldet, bis zu einem 4K-TV, was weiß ich, 60 Zoll, das passt irgendwie. Ja? Es funktioniert. Und ich hole sie alle ab. Früher, die meisten Apps sagen, okay, es ist iOS, es ist Android. Ja, aber da sitzen ganz viele. Ja? Ich glaube, in Österreich mehr iOS als Android. Ja, bei uns mehr Android als iOS und so. Aber sie wollen sie alle abholen. Und was alle Endgeräte können, alle Bring-Your-Own-Devices sind, Browser zur Verfügung zu stellen, egal welchen. Das können sie alle. Kostet nichts, ist sofort da. Super. Gut. Open Source, da sind wir auch derzeit immer noch die Einzigen, auch wenn Pingo sagt, wir haben Open Source, aber es ist ein Projekt, was lebt, wo wir tatsächlich von der Community einen Input kriegen. Ja? Wo Amerikaner, im letzten Fall sogar der Mainzer, kommen und sagen, ich mach da mal was. Nehmt ihr meinen Merge-Request, meinen Pull-Request auch an, wenn ich das tue? Ja, natürlich, lasst uns drüber reden. Ja? Und dann gucken wir uns das an. Also ist eine echte Open-Source-Community da entstanden, kann man sich anschauen bei GitHub. Und die Entwicklung seit 2012, das sagte ich im Wesentlichen, als freie Software verfügbar unter Ars Nova EU zu finden oder .app mittlerweile schon einige Jahre, hat den Nachteil, dass Sie zur besten Sendezeit, 11 Uhr morgens, sich halt die Ressourcen des Servers teilen müssen. Ja? 20 Leute gehen immer, ja? Aber wenn Sie da aufwarten mit 200, dann greifen Sie da alles ab oder so. Dann hat der Nächste das Nachsehen, wenn Sie frühzeitig daran gehen. Ja? Wir investieren da nicht viel Geld in die Infrastruktur. Ist nicht in der Cloud, ist ein einzelner Server. Ja? Aber zum Kennenlernen, das wollen wir heute im Anschluss der Lecture hier machen, beziehungsweise Sie können das zu Hause machen, gehen Sie auf diesen Link da unten, Ars Nova EU, da kommen Sie auf die Blogseite und von dort auch auf das System. Einfachheit, Frau Kosek hat das gesagt, meine Spezialität ist Usability, User Experience. Wenn Sie mehr als zwei Knöpfe hier, funktionale Knöpfe anbieten, dann wird es kritisch. Ja. Jeder, es ist auch voll partizipativ, jeder Student kann auch Dozent sein, ja, oder Dozentin, indem man halt den linken Knopf drückt und ich mache meine eigene Session, meine eigenen Fragen und befrage mich selbst oder meine Kollegen oder mache in der Vereinssitzung Fragen, ja, Abstimmungsfragen, in der Fachbereichsratssitzung oder sonst was. Ja. Nee, da wo es wirklich wichtig ist, sollte man das vielleicht nicht tun, weil Informatiker können da solche Systeme manipulieren, ist ja klar. Ja.
Gut, wir haben uns das hier einfallen lassen. Das hat auch Furore gemacht, das reicht. Aber wichtiger ist dieser Button. Ich habe eine Frage. Das sind diese Zwischenfragen, wo ich textuell was eingeben kann. Auch Bilder oder so, wenn der Dozent das erlaubt. Und hier ist nochmal, sind die Alleinstellungsmerkmale, die die meisten nicht können. Alleinstellung sicherlich gegenüber solchen Geräten hier. Das ist ja gar nicht. Verwechseln Sie es noch, das ist diese da. Ich werde mich hier vom Beamer. Live-Feedback hatten wir Zwischenfragen. Es gibt Vorbereitungsfragen, die die zu Hause bearbeiten. Das ist ein Riesenunterschied zu allen anderen Systemen. Die Session ist da und sie wird nicht nur aktiviert, wenn der in der Vorlesung im Hörsaal steht und sagt, jetzt abstimmen. Sie ist da. Ja, und dann gibt es auch Fragen in der Vorbereitung. Es gibt eine Lernstandsüberprüfung. Das haben höchstens die anderen Systeme in der Form wie, ja klar, ich sehe das Antwortverhalten ja, zu dieser Frage. Hier wird über alles summiert und die Werte gebildet, Mittelwerte, eine Prozentzahl. Meine persönliche, sieht der Dozent nicht, sieht nur der, der angemeldet ist. Und die der Gruppe, das sehen alle. Ja, und dann kann man sich positionieren. Und das ist ja wichtig, das war sogar an der ersten Stelle von Herrn Hetti da, ja, der da sagte, dieses Selbstwirksamkeit, also wie stehe ich da im Vergleich zu anderen? Ja? Muss ich was tun oder nicht? Erste effektivste Maßnahme. Also dieser graue Kasten ist eigentlich das Besondere, das andere ist eher Styling. Was haben wir noch? Peer Instruction werde ich gleich zeigen. Und diese ewige Sessions, das hier ist nur so lange aktiv, die Frage, wie er es aktiv geschaltet hat. Danach ist es weg. Bei anderen ist es ähnlich. Wenn Sie sich angemeldet haben an einem System mit Registrierung, dann bleiben diese Sessions erhalten. Und das ist natürlich gut für die Studierenden, dass sie zu Hause auch nachbearbeiten können, zur Klausur, ja, Monate später. Oder in der Vorbereitung von ICM. ICM, The Big Picture, das wird Ihnen so nichts sagen, aber ich habe das mal in St. Pölten, ja, ist ja nicht weit weg von hier, vor 2 Jahren so vorgestellt. Die 3 Phasen, 2 Phasen, die Vorbereitungsphase, ich zoome da gleich rein, dann die Just-in-Time-Teaching-Phase, wo der Dozent, da oben ist der Dozent, da ist der Student oder die Studentin und guckt sich das Ergebnis an und wird dann hier in der Peer-Instruction-Phase, das ist in Präsenz, sagen, da muss ich wohl eine Abstimmung machen oder da kann ich hier einen kurzen Mini-Vortrag halten und dann lasse ich das mal abstimmen in 2 Runden. Erstmal jeder anonym und ganz schnell, ad hoc, wie es ist, dann nehme ich ihn da ab. Dann gibt es so eine kleine Regel, wenn die richtigen Antworten so in einem gewissen Bereich sind, 30-70% oder sowas, ja, aber das ist unterschiedlich. Erik Masur sagt so, der andere sagt so, ist auch egal, ist irgendwo so in der Mitte. Dann sagen sie, okay, ich gebe die Frage mal zurück, die sehen das nicht, wie das ausgegangen ist, überzeugen Sie Ihrem Nachbarn, ganz gut, wenn die sitzen bleiben im Hörsaal, keine Bewegung, mit Argumenten des Faches von Ihrer Antwort. Keiner weiß, was richtig ist. Ja. Sie sind in diesem Jargon, Sie können sich sowas bei YouTube mal anhören, ja, das wird natürlich alles ganz laut und so, aber Sie reden erstmal, das ist ja auch schon mal was, ja. Sie sprechen, Sie können sprechen, Sie sind aktiv, ja. Sie gucken Ihren Nachbarn an, Sie machen da was, das ist auch ein Sozialisierungseffekt, ja. Und sagen, okay, hör mal, das ist richtig. Weißt du warum? Weil das und das. Ja, und dann sagen, nee, ich habe recht, weil das und das ist richtig. Sie gehen nur her als Dozent, ja, the guide by your side, ja, nicht the sage on the stage, und hören mal, spricht er wie ein Theologe oder spricht sie wie eine Informatikerin oder wie auch immer. Den Jargon, die Probleme, die Einzelfälle. Ja. Lassen dann nochmal abstimmen. Die Literatur und Erik Masur und viele andere sagen, gemeinsam mit 3-4 Leuten, also vielleicht Sie sitzen hier, Vordermann, Hintermann, seitlich, damit das also passiert. Sie kommen zum richtigen Ergebnis von selbst. Peer Instruction. Instruction, Augenhöhe, Peer, Gleichgesinnte, ohne Einwirkung des Dozenten, der Dozentin. Unterrichten sich selbst, dieses Instruction-Check da drin, das vergessen die meisten. Es ist nicht Peer Evaluation oder sowas, es ist Peer Instruction. Sie reden in dieser Rolle, sie machen was und im Effekt, sie kommen mehrheitlich zur richtigen Lösung. 1000 Mal probiert, das passiert tatsächlich so. Ja. Aber es ist aufwendig. Solche Peer-Instruction-Sachen können Sie maximal 4 Konzeptfragen machen, weil das, so eine Sitzung kostet Zeit, 15 Minuten mindestens für eine Frage. Wenn die dann ausdiskutieren, noch mehr. Okay, wie unterstützt das System das? Gut, in der Vorphase haben wir zum einen Erklärvideos bei YouTube, Open Educational Resources. Ja, können Sie einbinden, kann er starten, da stehen ein paar Links und alles Mögliche. Entscheidend ist, dass es dazu eine Frage gibt, eine Kontrollfrage, die Ihnen die Gewissheit gibt, er hat es gesehen, okay, das klicken die an, ja. Er hat es verstanden, weil Sie stellen eine Frage, die dann 3 Minuten vor Schluss kommt. Ja.
Und man muss schon genau hinhören, man war nicht abgelenkt, WhatsApp-Gruppe, Netflix gestreamt und so weiter und so fort. Nee, der war dabei, in aller Ruhe, konzentriert. Er hat die Antwort richtig. Das kriegen Sie dann für JIT, Just-in-Time-Teaching, Vorbereitung. Über Videos und Flipping und wie Sie das machen, da sei wirklich verwiesen auf einen Vortrag vor, schön, Wintersemester, vor einem Jahr, vom geschätzten Kollegen aus Bielefeld, Jörn Lowischer, der einmal sagt, ja, so geht's oder so. Seien Sie einfach quick and dirty als, ich bin hier ein Schauspieler und das muss perfekt sein, ich mache eine Nachproduktion des Aufgenommenen, ich verliere ja mein Ansehen, wenn ich da dreimal Öl sage oder so, ja, wir schneiden das Ganze ja auch noch ein bisschen, ja, und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenaufwand. Ich habe mir das angeguckt, 14 Minuten, diese Aufzeichnung, die hier auch aufgezeichnet wird. Er hat in allen Punkten recht. Er hat erstmal das eine versucht, Nachbearbeitung, auf Kommentare reagieren, wieder reingehen in den Film. Er war damit nur noch beschäftigt. Er macht das ganz anders. Er zeichnet das auf und gibt es rein. Irgendwas. Sehenswert. Flipping, beziehungsweise Inverted Classroom ist noch ein anderes Wort dafür. Ja, dann bearbeiten die das. Das ist der Pfad hier der Studenten und haben vielleicht eine textuell formulierte Frage, also nichts zum, war keine Abfrage in Multiple Choice. Ja, und die sehen Sie dann und können darauf eingehen. Sie müssen sie gar nicht da beantworten. Sie sammeln einfach die Fragen und bringen das dann als Einstieg in die neue Vorlesung. Und hier kriegen Sie eine Prozentzahl, ist hier nicht so gut zu sehen, wo Sie sagen, ich muss aktiv werden oder ich muss nicht aktiv werden, ich muss von vorne anfangen oder ich kann ganz hoch einsteigen. Und das sind diese zwei Runden. Erste Abstimmung, individuell allein, sofort. Dozent sieht die Auswertung. Wenn das in einem gewissen Niveau ist, im richtigen Antwortverhalten, sagen Sie, okay, ich gebe das als Peer-Instruction raus und dann bereden die sich und dann machen Sie nochmal eine Anzeige und die kann dann so aussehen. Ja, Sie haben hier unsere Formel und eine Abfrage war dazu, ob die richtig oder falsch ist oder was da falsch ist. Es läuft auch ein Timer damit, natürlich ein bisschen anders als die anderen. Und Sie sehen, der erste Balken ist die Erstabstimmung. Jeder allein für sich sofort, haben die nicht gesehen, ja. Aber es war in einem Bereich zwischen 30% und 70% das richtige Antwortverhalten. Und dann habe ich das nochmal zur zweiten Abstimmung gegeben. Und siehe da, ja, Sie haben sich selbst überzeugt. Ich habe nicht gesagt, was richtig ist oder sollten wir das da nachschauen oder so, ja. Das ist so entstanden. Wichtig sind auch die Enthaltungen. Jede Frage braucht eine Enthaltung. Also wenn Sie irgendwas manuell mal eintippen, wenn Sie nicht Enthaltung machen, ist es Raterei und verfälscht das Ergebnis. Sie müssen so einen Ruheplatz machen. Ich habe keine Ahnung, aber ich will ja nicht, dass ich das geraten habe. Ja, hier nochmal zur Wiederholung. Wann sollten Sie einsteigen, wenn komplett alles richtig ist in einem gewissen Bereich? Und dann, ja, man kann es natürlich auch übertreiben vielleicht, aber es ist nicht nur übertreiben. Ich mache es ja, also auch wenn... Die Dame, die darüber redet, ist einfach nochmal so ein Video eingebunden aus der Demokartei. Ich zeige Ihnen nochmal, wenn Sie auf PowerPoint und Keynote und PDF verzichten und Ihre Vorlesung mit dem System selbst machen, das geht. Es gibt also das Format Slide, Folie. Ja? Sie sind da nicht so verwöhnt wie bei Keynote oder PowerPoint mit 1000 Toolbars und so und können alles machen. Das ist so klassisch, was Sie machen können. Das sehen Sie im Wesentlichen auch. Textauszeichnung, Links, Medieneinbindung und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt gemacht hätte hier mit meinem Vortrag, der ist jetzt aller dummerweise Keynote, ja? Und Sie haben das alles aktiviert, dann hätten wir drei Feedback-Kanäle. Darum geht es ja, ne? Sie könnten darauf reagieren, also formativ, sofort. Aber Sie könnten sich das eventuell auch zu Hause anschauen, bin gleich durch. Zum einen hier das Live-Feedback, aber das läuft sowieso. Ja, dann, wenn Sie das aktiviert haben, okay, das könnte ja auch die ganzen vergangenen Vorlesungszeit sein, die Zwischenfragen, die aufgelaufen sind, überhaupt nicht zu dieser Folie, sondern überhaupt zu der ganzen Veranstaltung, zwei, werden Sie sowieso sehen, könnten aber noch mal im Nachgang alle Folien durchgehen, schauen, wo Sie Zwischenfragen und erklären das direkt. Und dann das Besondere, diese spezielle Folie, dort ein Kommentar und nur dort. Ja, und das sind auch die anderen. Ja? Und dann ist da unten drunter, kann man im Textfeld irgendwas angeben. Also das ist natürlich extrem. Ja, wenn Sie das alles aktivieren. So, ist das denn mittlerweile angekommen in den Hörsälen? Wenn Sie natürlich Persike hören, mich oder viele andere, ja natürlich, klar, wir machen es andere. Das sind 5 Serverinstanzen von Asnova in der Summe, wo auch die ganzen Systeme hinterlegt sind. Also die letzten 1,5 Jahre, das wird immer aktualisiert, so Testfälle sind alle gleich raus, Fragen ohne Antworten, längere Zeit und dergleichen mehr.
Lehren haben um die 5.000, 100.000 Studierende, das sind Unique Visitors, ja, also sind tatsächlich, ne, über alle deutsche Hochschulen, vielleicht auch Österreicher und Schweizer oder Amerikaner, wir wissen es ja nicht, wir gucken ja nicht gerade rein, ja, in 20.000 Sessions. Und hier, das ist ICM, 5.000 Vorbereitungsfragen, die sind nicht von mir, also so viel schreibe ich nicht, ja, ich habe vielleicht 100 oder so, ja. Also es wird genutzt, das kann ich sagen, das ist ein Feature, ja, das braucht man, da sind wir alleine auf der ganzen Plane. Dann die Hörsaalfragen, es gibt 50.000 Hörsaalfragen zu irgendwelchen Dingen. Und das ist für uns sehr, sehr erstaunlich, diese Flipped Classroom, Inverted Classroom Geschichte hier, davon ist die Hälfte von mir. Das macht kaum einer, weil das verlangt auch eine hochschuldidaktische Schulung. Das heißt, man beschäftigt sich als Dozent, als Professor und Professor damit. Man liest sich ein, man vorbereitet, man versucht es, man schmeißt ein altes Konzept über den Haufen, man macht eine neue Vorlesung. Ja, wie viele sind davon bereit, also das zu tun? Ne? Anders Kommentare, das sind die Zwischenfragen. Ne? Was haben die da an textuelles Feedback gegeben? Antworten, ja, kaum bin ich in Wien und schon haben wir die Millionengrenze, die Schallmauer da überschritten. Wow, das bedeutet für mich eine Runde 8-mal Pizzen und Bier ausgeben in der Entwicklerrunde. Aber ich habe gesagt, wenn wir die Millionen haben. Ich weiß nicht, ob sie manipuliert haben. Ja. Nein, haben sie nicht. Die könnten es, aber ich habe gesagt, ich schaue nach. Ja. Das sind echte Antworten. Lernkarten, das ist so wird stiefmütterlich behandelt. Dafür haben wir asnova.cards entwickelt. Da in dem Moment waren 55 online. Gut, Gelingensbedingungen, warum hapert es denn vielleicht? Das hängt natürlich von der Person ab. Alles hängt von dem da ab, der vorne ist. Ja, oder von ihr. Und das ist auch eine ganz Umstellung. Ja? Man hat seine Vorbilder gehabt im eigenen Studium. Man hat mit Mühe und Not die Professur bekommen. An Unis wird Hochschuldidaktiker nicht gerade groß geschrieben, sondern die Seitenlänge oder einschlägigen Forschungsberichte und so. Ja? Nein, wir sind keine Lehrer. Wir haben keine Ausbildung als Lehrer. Ja? Aber trotzdem sollen wir jetzt mal guten Unterricht machen, uns für den Lernprozess interessieren. War ja nie das Ding. Ja? Ich schreibe die Tafel voll. Ja? Bin ich gut, ich bin Forscher. Ja? The Sage, also der Magier da auf der Bühne, der da zaubert und sind alle ganz so und schreiben nur mit. Oder halt der Lernbegleiter, der Coach, der bei Peer Instruction einfach nur so im Hörsaal so rumläuft, so zuhört und so auf Fragen reagiert. Ja? Oder bei Inverted Classroom auf die Probleme in Präsenz eingeht. Ja, das ist was anderes. Gut, das ist der altbekannte Spruch dafür. Dann aß nicht als, das ist mein Framework, das ist alles. Die ganze Vorlesung hängt davon ab, machen Sie sich nicht abhängig. Brauchen eine Fallback-Strategie. Ist nur ein Tool. Ist nur sowas wie der Beamer, der kann auch ausfallen. Gehen Sie nach Hause? Ich habe schon überlegt, da gehen welche nach Hause, ja? Also von Dozenten. Oder machen Sie einfach hier mal Improvisation, erzählen Sie ein bisschen. Also jeder ältere Professor, ältere Professorin kann das so aus dem Bauch heraus. Ein paar Schoten, ja, Exkurse, was ich immer schon erzählen wollte und Sie nicht hören wollten, ja, das mache ich dann. Aber hier, wenn Sie natürlich sagen, ja, ich muss diese Fragen stellen und das WLAN funktioniert nicht oder die haben wieder einen Switch eingebaut oder was weiß ich, ohne Ankündigung, mitten in der Vorlesungszeit, weil Sie ja von dem gar nichts wissen, die von IT Services, also IT-Infrastruktur oder wie es heißt, ja, schlecht. Also, das ist keine Lernmethode, es ist ein Tool. Ist ein Tool. Ja? Aber ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und ja, der Dozent, die Digital Natives sollten es sein, der Dozent ist zumindest ein Immigrant, Digital Immigrant, diese Affinität, ja, also zum Neuen. Ja? Der sollte auch wirklich das modernste Handy haben. Ja? Und wenn er immer noch mechanische Tastatur da drauf hat, von Nokia, dann ist der nicht die Zielgruppe. Ja, das ist einfach so. Wenn er den Browser nicht bedienen kann, in dem Sinne wie, wie kriege ich das denn in die Vollansicht? Alle die ganzen Buttons, der Rahmen des Browsers, die Applikationen, die da noch laufen, kleines Fenster für den Browser gegeben, ja. Wie kriege ich das in die Vollansicht, damit die fokussiert sind? Und sie wissen es nicht, ja. Weil sie dann noch nicht mal da irgendwie den zweiten Button aufmachen und gucken, Vollansicht, ja. Solche Dinge spielen da alle eine Rolle, ja. Also diese Technikaffinität oder das Wechseln aus der Browseransicht, wenn ich einen Link klicke, wie kann ich denn da jetzt so raus? Ja, man kann das schon, wenn man will, ja. Also beim Apple Control und Tab-Taste drücken, ja, und dann sehe ich all die offenen Applikationen und komme dann ganz schnell in den Browser, um irgendwas zu zeigen, ja, was anderes. So, Technikaffinität wäre wichtig. Und die Literatur, ja, da ist der volle Projektantrag. Der Projektblock gibt noch einiges her,
weil über 6 Jahre blogge ich da, aber nicht in dem Sinne, dass ich da irgendwas politisch oder irgendwie. Es ist eine Sammlung an technischen und didaktischen Dingen, die man gelesen hat, angereichert hat, ausprobiert hat, Evaluation von anderen Hochschulen über unser Tool, über andere Tools. Ja. Und im Anschluss nach dieser Lecture können wir das gleich mal ausprobieren, wenn Sie wollen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und danach gibt es die Fragen.